viele böse Einheiten. Ein Ingenieur. Können den Jaguar mal hier runter. Gibt's auch einen Outgenör? Das musst du gar nicht wissen. NOP. Ich kann noch einen Frachter bauen. Baue ich noch einen. Jetzt brauchst du mal wieder was, was man noch brauchen kann. Jetzt nur die Frage, ist irgendeiner von den Da. Küstenstaaten mit dem Österreicher Polynesien. verbündet? Es war so klar. Kysil ist mit Österreich verbündet. Das ist Oh, in da bin erster ich bald. Linie schlecht. Ich habe keinen Bock, dass die mir dann noch einen Krieg erklären, aber ich denke mal, dass. Das ist in Kiew. Orthodox. Genau wie Kysil. Wer ist denn hier der Orthodoxe? Ach nee, katholisch. Salzburg. Österreich. Bist denn du? Großer Prophet. Okay. Das Barbarenlager ist da, wo es niemanden interessiert. Wo ist Aber du das? bist jetzt mit Württemberg verbündet. Wieso siehst du das schneller als ich? Obwohl es mir hier eingeblendet wurde. Warum schneller als mir? Das weiß ich nicht, das Eure steht hier Stadt auf wird dem Papier. religiös. Bierbürger. Hat sich ein Es Glückwunsch war eine dazu. große Persönlichkeit. Ich habe einen Propheten. Herzlichen Glückwunsch dazu. Ich weiß, danke. Fabrikanlage errichten. So, Rums. Da steht sie. Und guckt blöde. So, also ich könnte Graz jetzt So. ziemlich schnell überrennen. Dann mach's. Ich gucke erstmal, wo dieser komische Ritter hier unten hinschwimmt. Weil wenn ich sie dann nämlich angreife. Obwohl, eigentlich könnte ich sie diese Runde schon angreifen. Dann hätten sie weniger Zeit, sich vorzubereiten. Und ich würde sie etwas unvorbereiteter erwischen. Vor allem könnte ich ihren großen Propheten sofort wegmachen. Und noch ein paar Handelswege plündern. Mach mal. Kriech. Muss viel mehr Kriech geben. Die Plünderung der Modernisierung Karawane. Was? So, nochmal Geld gekriegt. Hier So, oben ich lässt bin sich kein jetzt. Barbaren da kommen, Lieder. Geil. Ich habe jetzt einen großen Propheten von den Katholiken gerade eingenommen. Ich weiß gar nicht, was das bringt. Was kann ich mit dem machen? Jetzt noch Religionverbreitung. Ja, aber die von dem anderen. Du kannst ihn Was? vernichten. Es gibt eine Sozialpolitik, Ne, damit ich habe meinen kriegst eigenen. du. Es gibt eine Poli Sozialpolitik, damit kriegst du von vernichteten oder verbrauchten oder zerstörten Dings. Ja, großen Persönlichkeiten kriegst du da Haufen Kohle. Okay. Da macht sich das dann natürlich gut. Okay. Würde das was bringen, wenn ich jetzt in Kysil meine Religion verbreitere? Dass die eventuell sagen, du? Du kannst sie nicht verbreitern, du kannst sie nur verbreiten. Es tut mir leid, dich enttäuschen zu müssen. Lass mich. Was ist das? Stell mir da gerade so ein paar fettgefressene Aristokraten vor, die in irgendeinem Zimmer sitzen. Lass mal unsere Religion verbreitern. Oh mein Gott.
Ach so. Das ist dumm. Herrlich. Dann würde das irgendwas bringen, die zu verbreiten. Ja, wenn du solche Sachen reingehauen hast, die auf Anhänger wirken oder auf Städte mit der Religion, dann bringt das natürlich was. Ich meine jetzt für dich, dass die vielleicht sagen, wir lassen dich in Nee. Ruhe. Also wenn ich dem seine Religion bei mir verbreite, das bringt mir gar nichts. Das bringt ihm was. Du hast einen Konfuzianismus oder wie das Ding hieß, ne? Das ist genau eine Stadt, die dran glaubt. Und die auch nur zur Hälfte, ne? Es ist ja geil. Wisst ihr was? Ich schicke jetzt noch meinen Protestanten zu dir. Der wird nicht überleben. Nee, aber wenn ich Meinst du? jetzt die Dings wegmache hier, die Österreicher, dann sieht das mit dem Konfuzianismus bei mir ein bisschen besser aus. Und der nächste große Prophet, den ich habe, der ist sowieso nur dafür gedacht, das zu verbreiten. Den Glauben meiner Stadt. Ich weiß nicht, was ich mit dem machen soll. Du kannst ja mal auf weiter drücken, weil ich wüsste gerne mal, was der Österreicher bei mir hier oben macht. Ob ich mir Sorgen machen muss oder nicht. Schlaf. Ach, nee, die Uhr doch nicht. Nächste Runde da. Mach mal weiter. Danke. So, mal gucken, was er macht. Du müsst... Da ist er. Der Polynese. Ruf. Da kam ja, der Polynese. Oh, ich bin nicht mehr befreundet mit Melbourne. Oh, verdammt. Was will Liegt dich ja jetzt auch bei hier bei dir. mir? Was will ich denn damit? Du bringst dich in Stellung. Du bringst dich in Stellung. Du schläfst. Ach, das ist ein Fernangriff. Mein Speer macht Fernangriffe. Ist ja auch interessant. Ach nee, halt, stimmt, das ist ja Wüste. Ich kann doch hier eine heilige Stätte bauen lassen von dem großen Propheten, dass er wenigstens sowas nutze. Ach, Ah. das kann ich auch? Jo, kannst Oder du. brauchst du unbedingt Wüste? Nö, nö, nur in der Wüste bringt es am meisten, weil da bringt nichts anderes was. Ach so. Piss dich mal. Du gehst mal in die Stadt rein. Stehst du gut? Wo Kannst ist mal hier überhaupt mein Neubau ganzer machen. Glauben hin? Du wirst hier unten gebraucht. Großer Prophet, komm mal her. Was sind das? Hallo. Dschungelhügel? Schwemmland? Nee, Grasland. Hier ist eine Wüste. Nee, den setze ich nämlich hier oben hin. Wieso kann der nicht so weit laufen? Was ist falsch mit dem? Muss die nächste Stadt eben da oben gegründet werden. So. Es wird ja langsam. Ich zwinge ihn in die Knie, hoffe ich. Soll ich ihm jetzt mal Frieden anbieten? Ich glaube, das würde er nicht ganz so positiv aufnehmen, habe ich so das blöde Gefühl. Ach, du hast Graz. Aber bestimmt Graz so. Gerade so, ne? Lang leben die schlechten Witze. Ja, mit deinen kann ich das nicht. Guck dir alleine mal die Korihuahyratschnina an. Die Schweinepriester machen meine Dings kaputt. Pecher, wa? Das finde ich jetzt nicht so nett von denen. Was ist denn jetzt los Hätte hier? ich vielleicht nicht machen Barbarenlager? Oh, sollen. Scheiße. Wo waren das Barbarenlager? Ich hab's aus Versehen weggedrückt. Das Barbarenlager? Auch bei mir. Oh, ich habe wieder einen großen Propheten gekriegt. Wieso habe ich jetzt gerade einen Ritter aktiv? Ach, den da unten immer noch. Gut. Wieso? Ich frag nicht. So.
So. Wie weit bist du? Ich bin gerade noch dabei, hier mal ein bisschen Religion zu verbreiten. So, jetzt ist meine heilige Das. Stadt wieder wirklich meine heilige Stadt und nicht die heilige Stadt von So. irgendjemand anderem. Da hat der Polynese jetzt Pech gehabt. Wollte der ernsthaft hier durch? Lol, das ist eine barbarische Triere. Ich hätte gleich Karavelle gesagt. Passiert halt mal. Aber ich bräuchte jetzt mal hier unten wieder ein paar Einheiten. Was kann man denn kaufen? Oh, wir können Ritter kaufen. Hast du eigentlich schon an den Timer gedacht? Ja, habe ich. Der läuft hier fröhlich vor sich hin. Ich kaufe mir mal ein Pikenier. Ich leiste mir mal. Das wird dringend notwendig sein hier unten. Habe ich so das dumme Gefühl? Jetzt kommt der finale Kampf gegen Wien. Hier ist ja noch ein Ritter von dem. Och, der geht mir auf die Nerven. Bist du Reiter oder? Nee, du bist Ritter, gut. Ach, dem seine sind Reiter hier oder was? Die sind auch Ritter. Naja, egal. Next. Ich will sehen, wie ich aufs Gesicht krieg. Los, macht mich fertig. Er steht auf Schläge. Selbst wenn nicht, ich würde welche kassieren jetzt in diesem Moment. Aua. Nein, ich habe kassiert. Oh, Einheit wurde Hier getötet. unten bei mir ist gerade ziemlich heftig Party und so. Okay, mit den hier unten wäre ich fertig, habe ich gerade gemerkt. Sieht nicht so gut aus für dich bei Huamanga. Doch, doch. Das wirkliche Problem habe ich schon wieder im Griff, das da mal kurzzeitig bestand. So, mein großer Prophet, wo verbreitest du jetzt die Lehren des Konfuzianismus? Du gehst doch runter. Ich bin nicht mehr mit Wittenberg befreundet. Ich werde es überleben, oder? Da du ja mit denen verbündet bist. So. Wieso bin ich mit Melbourne verbündet und die haben niemanden Krieg erklärt? Die sind so langweilig. Gleich mächtig Aua geben. Wo du Wow. zu Onkel Kommen Doktor, die wenn du ganzen Aua Einheiten her. hast? Okay, jetzt sieht es bei Huamanga wirklich nicht mehr so lustig aus.
Hey, den Eröffnungsschuss auf Wien abgegeben. Ein Schüsschen, das haben wir doch schon geklärt. Bist du? Ein Inquisitor. Ja, so hab ich auch geguckt, wo ich den ersten davon gesehen hab. Was bist denn du für einer? So. Man könnte ja mal Stadtmauern bauen, wa? In der Stadt, die ganze Zeit belagert wird. Na, Huamanga sieht eigentlich ganz gut aus. Ja, das ist der Oberste, müsste bald weg sein. Ja, der Oberste wird aber erstmal noch meinen Ritter mitmachen, aber ich habe ja gerade schon den nächsten neuen Ritter runtergezogen, also es müsste passen. So. Okay. Die Verluste sind geringer als erwartet. Ich drücke das mal so aus. Ich hatte mit wesentlich mehr Widerstand gerechnet. Es kam mir auch irgendwie von Süden nichts, was ich angenommen hatte, dass die von Salzburg unten was hochschicken. Wahlschwindel in Melbourne. Melbourne. Der burnt. Ring of Fire. Ring um die Eier. So, du gehst auch mal mit. Da probiert man hier mal gehobene Unterhaltung zu machen. Nein, abgelehnt. Nein. Oh, guck mal, da ist noch einer. Hätte ich gleich vergessen. Weil, wegen Isu. Genau. Ach, dieses laufend weggeportet werden, das nervt ein bisschen. Du greifst da an. Du greifst so. Da an. Du greifst da auch noch an. Und so, da du ja wahrscheinlich andere Probleme hast. Als und du haltst dich mal eine Runde. Plünderung ist was. Oh. Was denn? Jetzt weiß ich, warum du so viel Schaden gekriegt hast, weil direkt daneben ein paar Pikiniere stehen. Das war jetzt etwas unglücklich. So. Und die hatte ich wirklich vollkommen ignoriert. Also nicht nur so ein bisschen ignoriert, sondern wirklich vollkommen ignoriert. Da steht was. Ach nein. So nach dem Motto. Religion verbreiten. Ihr seid Konfuzius. Wieso hatten der nur... Ach nee, der hat es noch da. Gut. Jetzt sind alle in Tiwanaku Konfuzianisten. Ist doch schön. Wow, Mogadischu ist mit mir verbündet. Haben wir einen großen General gekriegt. Machen wir mit dem auf die Schnelle. Mir schenken. Dem klauen wir den ehen scheiß Stadtstaat da unten ein bisschen Land. Solange ich noch im Krieg mit dem bin. So. So. Jetzt bin ich ja gerade... Was bei willst du denn erforschen? Im Geld. Was? Ich bin gerade bei minus 11. Ich habe minus 11. Im Geld, weil ich ja gerade ein bisschen Krieg spiele. Physik? Physik. Ja. Einfluss auf Melbourne ist wieder mal gestiegen. Ich habe keine Ahnung, was ich in Kopenhagen... Ich habe Maria Theresa den Krieg erklärt. Ach, wegen dir oder was? Ja, Dänemark, ja, bist ja du. Ne? Okay. Was? Ach ja, Dänemark, ja, ja. Immer mit Ruhe. Notfalls schieb's auf mich. Immer. Wo zum Teufel ist mein... Halt, nee, du baust jetzt keinen Ritter mehr, das geht sonst schief. Siehst du hier irgendwo mein... Dings? Dein Ding? Nee, sehe ich gerade nie. Sorry. Gerade, das finde ich auch sehr schön. mein Siedler. Ach da, Enz über Kopenhagen. Ist schon weit gekommen. Herzlichen Glückwunsch. Er ist weit gereist.